Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir werden die Teamchecks um einen Tag verschieben, denn es ist ja was dazwischen gekommen. Ich denke mal, das habt ihr alle mitbekommen. Änderungen auf dem Transfermarkt, die ab dem 28.08. in das Spiel integriert werden sollen. Und ich werde dazu einfach mal meine Meinung abgeben, euch sagen, was ich von diesen Transfermarktänderungen halte. Und dazu werden wir uns diesen Brief, diese Nachricht vom OFM mal durchlesen und auch gleich nochmal auf den Testserver gehen, weil dort könnt ihr diese Änderungen auch schon mal sehen. Also dort könnt ihr schon mal sehen, wie das Ganze aussieht. Falls ihr dort nicht angemeldet seid, könnt ihr euch das Ganze also heute einfach mal in meinem Video anschauen. Aber kommen wir erstmal zu der Nachricht, die wir da vom OFM bekommen haben. Liebe Manager, bisher lief auf dem Beta-Server ein Test zu umfassenden Änderungen auf dem Transfermarkt. Wir haben eure Rückmeldung aufgegriffen und in die geplanten Änderungen einbezogen. Genau das Ganze wurde gemacht, auch sehr gut gemacht. Also es gab eine Diskussion im OFM-Forum und dort wurde auch immer wieder auf Hinweise seitens der Manager eingegangen und das Ganze dann auch tatsächlich umgesetzt. Anfangs waren da teilweise sehr hanebüchende Sachen geplant. Also da habe ich mich gefragt, haben die jemals OFM gespielt? Aber es war ja nur eine Test-Server-Phase und zum Glück wurde das Ganze dann noch ein bisschen geändert. Ich kann euch ja gleich auch mal sagen, wie das Ganze ursprünglich geplant war und euch diese Nachricht zeigen, falls ich die noch gespeichert habe auf dem Beta-Server. Also das war schon sehr abenteuerlich. Jetzt haben wir einen relativ gescheiten Plan, leider auch mit einigen negativen Sachen, aber genau das werden wir uns jetzt ja anschauen. Also kommen wir zu Punkt numero uno. Gebote auf Spieler sind nicht mehr gedeckelt, also ihr könnt in Zukunft so viel auf einen Spieler bieten, wie ihr wollt, beispielsweise ihr könnt 1 Milliarde Euro auf einen Spieler bieten. Wunderbar, denn dadurch kann man auch absolute Topspieler kaufen. Meistens war es aktuell so, man hat quasi einen Topspieler auf dem Transfermarkt gesehen, konnte aber nicht mehr auf ihn bieten, weil das Gebot bereits bei 299.999.999 € stand und das war halt das Maximalgebot, mehr konnte man nicht bieten und somit hatte man quasi einen Spieler sicher. Wenn man der erste Bietende war und quasi als Gebot 299.999.999 € geboten hat, dann hatte man quasi den Spieler sicher. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen, man hat keinen Spieler mehr sicher, denn man kann so viel bieten, wie man möchte. Beispielsweise man bietet 1 Milliarde Euro, dann kann man noch überboten werden mit 1 Milliarde und 1 Euro. Jetzt kommen wir aber zu Punkt Nummer 2. Die Transfereinnahmen pro Transfer erhalten eine Deckelung bei 250 Millionen Euro. Das bedeutet, selbst wenn der Spieler dann für 1 Milliarde Euro und 1 wechselt, würden nur 250 Millionen Euro überwiesen dem Verkäufer und der Rest würde einfach verpuffen. Und es gäbe sogar noch eine Beratergebühr, aber zu der kommen wir später. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Der Startpreis eines angebotenen Spielers darf maximal das 1,5-fache seines Marktwertes betragen. Erster Punkt, der mich richtig stört, denn dadurch kann man Spieler nicht mehr zu gerechtfertigten Preisen anbieten. Manchmal ist es ja so, dass ein Spieler schon fast die Aufwertung hatte oder dass man ganz am Anfang der Saison ihn verkaufen möchte und er einfach noch viel mehr wert ist, als der Marktwert hergibt. Und in dem Fall ist das wirklich ein Problem. Und eine unnötige Neuerung, eine unnötige Verschlimmbesserung. Also das führt eher dazu, dass ich das Ganze etwas negativ betrachte. Das ist schon wirklich eine Änderung, die ich sehr schlecht finde. Stellt euch mal vor, ihr habt einen 18.8. am 9. Spieltag, genau wie ich es diese Saison hatte. Und ihr könnt den plötzlich nur noch für 120 Millionen Euro anbieten. Ich habe diese Saison 190 Millionen Euro für ihn bekommen und für 150 Millionen Euro habe ich ihn angeboten und genauso viel Geld möchte ich natürlich auch für ihn bekommen. Also in dem Fall wäre das einfach nur eine unnötige Hürde und dadurch würde es möglicherweise mehr Schnäppchen geben, was ich jetzt nicht so sinnvoll finde, weil dadurch würde der Transfermarkt etwas instabiler werden. Das Ganze ist jetzt nicht so ultra schlimm, aber eine unnötige Änderung, die halt eher negativ ist. Ich werde auch gleich nochmal auf diese anderen Punkte eingehen, was die vielleicht im OFM verursachen. Dazu müssen wir uns aber jetzt erstmal noch den vierten Punkt durchlesen. Es wird eine pauschale Beratergebühr von 5% auf dem Verkaufspreis geben. Also 5% des Verkaufspreises werden abgezogen und dem Verkäufer gar nicht erst überwiesen. Hier bekommt irgendein Berater, den würde ich ganz gerne mal kennenlernen. Der hat bestimmt einiges auf dem Konto bald. Der Verkäufer bekommt also nur noch rund 95% des Verkaufspreises ausgezahlt. Wieso eigentlich rund? Das steht da nicht, ne?
Okay, der bekommt also nur noch 95% des Verkaufspreises ausgezahlt. Wir haben also mit Punkt Nummer 2 und mit Punkt Nummer 4 zwei Instanzen, die Geld aus dem Spiel nehmen können. Und das bedeutet, dass die Inflation möglicherweise plötzlich nur noch langsamer vonstatten geht, also die Inflation etwas kleiner wird. Aktuell ist es ja so, dass die Inflation im OFM immer sehr groß ist, was natürlich auch Trading begünstigt, was auch dazu führt, dass Geld immer weniger wert wird. Früher konntest du dir für 3 Milliarden Euro, die ich aktuell auf dem Konto habe, noch zig Meisterteams kaufen. Heute ist es ja so, dass man davon vielleicht noch 3 Meisterteams bekommt oder 4. Also Geld wird immer weniger wert. Und dadurch, dass jetzt wieder Geld aus dem Spiel herausgenommen wird, wird es wieder etwas mehr wert, beziehungsweise wird es langsamer wenig wert werden, als das aktuell der Fall ist. Also wirklich zwei Instanzen. Einmal maximal 250 Millionen Euro werden dem Verkäufer überwiesen. Wenn der Spieler jetzt wirklich für 500 Millionen Euro wechseln sollte, werden 250 Millionen Euro aus dem Spiel herausgenommen. Genau wie diese 5%, die stetig aus dem Spiel herausgenommen werden. Das wird auch sicherlich der größere Einflussfaktor sein. Also eine Beratergebühr, die dafür sorgen wird, dass die Inflation sicherlich langsamer vonstatten geht. Also Geld aus dem Spiel nehmen, damit Geld wieder etwas mehr wert ist, damit die Inflation nicht zu groß ist. Finde ich zwei gute Instanzen, um das Ganze so ein bisschen in den Griff zu bekommen, weil schaut euch mal die Preise an und vergleicht das Ganze mit den Preisen von vor 70 Saisons. Ich kann gerne mal ein paar alte Videos von mir freischalten, dann können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen. Also das ist schon gewaltig, wie viel weniger Geld eigentlich jetzt mittlerweile im OFM wert ist. Kommen wir zum fünften Punkt, wobei der Rest eigentlich ziemlich unnötig ist und absolut unnötig, aber das können wir uns trotzdem mal durchlesen. Der Zeitpunkt, okay, wir sind fertig. Genau, wir sind jetzt hier auf dem Beta-Server. Die restlichen Punkte möchte ich euch einfach mal ganz kurz so zeigen. Also in Zukunft ist es so, dass es keinen speziellen Wechselzeitpunkt mehr gibt, sondern ihr könnt diesen Wechselzeitpunkt der Spieler selber festlegen. Beispielsweise, ich möchte jetzt hier einen Spieler verkaufen. Ich kann zwei Spieler aktuell verkaufen. Wow. Dann kann ich jetzt hier einstellen, beispielsweise Wechsel 0. Spieltag. Und dann beispielsweise 9 Uhr, muss dafür dann Kicks zahlen. Das wird auf den anderen Servern dann auch mehr sein als ein Kicks. Das ist jetzt nur für die Testphase und kann ihn also am 0. Spieltag für um 9 Uhr für einen Kicks dann anbieten, also zu einer anderen Uhrzeit, als das normalerweise der Fall wäre. Aber ich kann auch hier ganz normal die Standarduhrzeit wählen, 20 Uhr, und das ist kostenlos. Das bedeutet, das wird wahrscheinlich kein Einflussfaktor sein, denn alle Leute werden natürlich weiterhin um 20 Uhr bzw. um 19 Uhr auf dem DE2 und um 7 Uhr morgens auf dem Classic-Server anbieten, weil wieso sollte man dafür Kicks investieren? Weil ein anderer Transferzeitpunkt ist irgendwie vollkommen irrelevant und hat überhaupt nichts zu sagen. Des Weiteren werden die meisten Spieler halt auch noch zu den gewohnten Zeiten wechseln und es ist gar nicht mal so unsinnvoll, seine eigenen Spieler zu diesen gewohnten Zeiten anzubieten, weil dann sind die meisten Leute auf dem Transfermarkt aktiv. Also unnötige Veränderungen, die das Spiel nur unnötig komplizierter macht. Auch diese Suchleiste hier unten mit den Stunden ist komplett verwirrend. Also in Zukunft wird das Ganze so aussehen, dass ihr jetzt nicht mehr nach Woche 4 suchen könnt oder nach Woche 3 suchen könnt, sondern da unten sind Zuschieber. Da könnt ihr die Anzahl der Stunden einsortieren, also ihr möchtet einsortieren. Also ihr könnt jetzt hier beispielsweise einstellen, ihr möchtet von Stunde 107 bis Stunde 192 Spieler suchen. Das wären also Spieler, die noch relativ lang auf dem Transfermarkt sind. Ihr seht also, das Ganze ist auch irgendwie andersrum, als es aktuell der Fall ist. Woche 7 ist ja aktuell quasi bei uns, sind die Spieler, die heute wechseln, die sind auf der rechten Seite. Das Ganze ist jetzt irgendwie andersrum. Und wenn ihr das jetzt hier so einstellt, dann sind hier quasi die Spieler, die jetzt relativ zügig wechseln. Innerhalb der nächsten 43 Stunden hätten wir jetzt hier eingestellt. Ihr merkt also, das Ganze ist irgendwie relativ unübersichtlich. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Die meisten Spieler stehen halt jetzt hier quasi zu den normalen Zeiten. Die Sortierung ist manchmal auch irgendwie ein bisschen komisch. In dem Fall ist sie quasi jetzt noch klassisch, aber wenn wir das jetzt hier mal einstellen, dann sehen wir jetzt hier quasi die Spieler, die jetzt relativ schnell wechseln. Das wäre jetzt innerhalb von 37 Minuten, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau, wir haben gleich 8 Uhr, das passt auch, also das wäre jetzt zu der gewohnten Zeit. Hier auf dem Beta-Server ist der normale Transfermarkt um 8 Uhr geschlossen. Aber irgendwie finde ich das Ganze ziemlich unübersichtlich. Also erstens ist es unnötig, weil niemand wird das Ganze überhaupt in Anspruch nehmen, wenn das Ganze 300 Kicks kosten soll. Zweitens macht das Ganze das irgendwie unübersichtlich, weil man jetzt hier einstellen muss,
0 bis 43 Stunden. Und wenn man jetzt irgendwie nicht beachtet hat, dass man wollte beispielsweise noch Woche 6 dabei haben, hat aber jetzt genau eine Stunde zu wenig angestellt, um diese Hauptwechselzeit dabei zu haben, dann hat man viel weniger Treffer. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht so berauschend, wie übertrieben gestrecktes Koks. Ja, von wem kommt diese Zeile? Schreibt es mir in die Kommentare. Genau, hier die Sortierung. Die finde ich auch jetzt nicht mehr ganz so sinnvoll. Und hier seht ihr das auch mal sehr schön. Ihr seht also, wir haben jetzt hier das Ganze zwar nach Stärke sortiert, aber wir sehen jetzt hier Stärke 20, Stärke 15, Stärke 14, Stärke 9, Stärke 7, Stärke 5, Stärke 5. Und plötzlich geht es hier weiter mit Stärke 11, weil diese Spieler hier in einem anderen Zeitfenster wechseln. Das Ganze ist also jetzt quasi plötzlich nach Zeit sortiert und innerhalb gleicher Zeitpunkte dann nach Stärke sortiert. Und das finde ich jetzt irgendwie unnötig, das uns jetzt hier so zu präsentieren. Man kann das Ganze aber dann auch relativ leicht beheben. Also die restlichen Punkte sind komplett unnötige. Okay, wir benutzen keine Schimpfwörter, dann kann ich das Ganze auch monetarisieren und reich werden. Also das Ganze ist komplett egal. Und finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Wir können das uns gerne jetzt auch mal noch durchlesen. Also ab Punkt 5, der Zeitpunkt. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, meldet euch gerne auf dem Beta-Server an. Dann könnt ihr das Ganze auch schon mal ein bisschen testen. Auf dem Beta-Server ist es so, dass die Deckelung bei 25 Millionen Euro pro Spieler liegt. Also wenn ihr einen Spieler für über 25 Millionen Euro verkauft, dann bekommt ihr nur 25 Millionen Euro. Da wurde das Ganze ein bisschen geändert, damit man auch mehr Beispieltransfers hat. Ein paar Punkte wollte ich euch aber noch zeigen, bevor ich das vergesse. Meiner Meinung nach sind die Änderungen auch nicht vollständig umgesetzt worden. OFM schreibt ja selber, dass sie quasi diese Testphase abgeschlossen haben. Das stimmt meiner Meinung nach nicht ganz. Weil schaut euch das Ganze mal hier an. Hier steht also jetzt Spieltag 33 um 20 Uhr. Und so wird das dann auch zukünftig immer angezeigt werden. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wenn wir jetzt auf die Vereinsseite gehen, haben wir plötzlich wieder das klassische System mit Woche 4. Und dieses Woche wollen sie ja quasi abschaffen, aber hier sieht man das Ganze noch. Also meiner Meinung nach sind die Änderungen auch noch nicht vollständig abgeschlossen. Und dort ist definitiv noch Verbesserungsbedarf. So, das soll es aber jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gestern ist das Video ausgefallen übrigens. Ich hatte gestern zwar die Aufnahme versucht, aber meine Kamera ist irgendwie immer ausgegangen. Ich schätze mal, dass sie einfach leer war. Könnte sein, ne? Also das Akku wurde mir quasi angezeigt, dass es voll ist, aber irgendwie war es dann doch nicht voll. Dann habe ich sie geladen und jetzt funktioniert es wieder. Also wir sind alle überglücklich. Und ja, meine Freunde, wieso zeige ich euch jetzt hier diesen Beat, den ich gerade am Hören bin? Okay. Unnötig. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag gehabt und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Haut rein, Amigos.